Hier geht der Punk ab, in dieser Höhle, auf der Straße der Siegestraße, ja. Und ich habe hier sehr Angst vor den ganzen Pokémon hier. Gut, ich kann zwar Schutz einsetzen, aber komm. Davon habe ich jetzt nicht gerade viel und deshalb lassen wir das jetzt mal. Ja, wie gesagt, wir befinden uns bereits auf der Siegestraße. Und sind kurz davor, die Top 4 zu begegnen und hoffentlich auch irgendwann zu killen. Das ist Drache. Entweder... Boah, ich bin gleich mal geheilt. Aber... Der liebe Gott da draußen, an den ich glaube, hat mich erhört. Und somit hat Dardini... Nee. Dardini ist die frühe Form, oder? Dragonir, genau. Konnte Dragonir nicht angreifen. Finde ich ganz geil. Und wir greifen weiter mit bis an, weil die Wahrscheinlichkeit ist da, dass Dragonir nicht angreifen kann. Siehste. Und das gefällt mir doppelt und dreifach. Aber die AP an Biss gehen langsam zum Neige. Wie ich sehe. Wie viel haben wir da? 11 von 25. Ziesch. Also ich bin ja tatsächlich nochmal überlegen, bevor ich die Top 4 begegne, nochmal zurück ins Pokémon Center zu gehen. Aber ich weiß nicht, dann muss ich mir noch ein paar Gedanken rummachen, aber ich glaube, es kann spontan dann auch noch entscheiden. Okay, perfekt. Knuddeluff. Ja, da kämpfen wir einfach weiter. Fehne. Ich möchte auch nochmal probieren, mit Biss anzugreifen. Und wenn das nicht klappt, dann machen wir einfach Risikoattacke. Ja, okay, scheiße. Wollte nur mal probieren. Das ist kacke. Wir könnten halt gleich zu Glurak wechseln, ne? Wechseln wir zu Glurak. Und greifen dann mit einer Drachenattacke an. Ich glaube, das sollte ganz gut wirken. Hoffe ich zumindest mal. Nicht, dass ich hier schon wieder einen Blödsinn mache. Ja. Bis dato relativ gut. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der X-Mega-Entwicklung und der Y-Mega-Entwicklung? Ich glaube, das wurde mir nicht gesagt, ne? Das wäre sehr interessant zu wissen. Aber gut, dann. Okay, sehr gut, also keine. Es ist scheiße gegen Knuddeluff, okay. Wie wir jetzt mitbekommen haben, können wir mal Glut probieren. Aber das wird also wahrscheinlich auch kacke sein, ja. Mehr oder weniger. Und dann probieren wir noch Flügelschlag, damit wir hier sämtliche Techniken ausprobiert haben. Und das ist okay vom Schaden, ja. Dann nehmen wir einfach Hypertrank. Und dann bleiben wir aber gleich bei Glurak, sagen wir mal. Dann muss auch noch ein bisschen gelevelt werden. Bin ich mal dafür, oder? Spukball. Könnte ein Pokéball sein. Ist es aber nicht. Einen Feuerkreis gefangen. Ja, und dann durchgehend Schaden, oder wie darf ich das verstehen? Kann sein, ich weiß es nicht. Aber laut der Beschreibung, ja. Ja, genau, so habe ich mir das erwartet. Ja, okay. Schön, dass ich da im wahrscheinlich vorletzten Part oder so auch noch drauf komme. Dass dieser Attack auch ganz gut ist, aber bisher war es ja nicht so wichtig. Sage ich einmal. Nocturne. Ja, die Frage ist, wen nehme ich da jetzt? Gegen Nocturne. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber ich nehme mal Daubos. Und wenn der nicht so gut ist, dann haben wir halt einen. Dann haben wir halt einen Platzhalter, um Evoli zu heilen, oder? Ich glaube, das ist so. Sehr effektiv, finde ich gut.
Das finde ich gut und zurückgeschreckt auch noch. Leute, ich glaube, ich habe ein Gespür für sowas. Ich glaube, ich bin bereit für die Pokémon-Weltmeisterschaft. Aber zuerst müssen wir uns erstmal den Titel holen. Den Pokémon-Meister oder keine Ahnung, welchen Titel man bekommt. Bei der Pokémon-Liga müssen wir noch schauen. Gut, aber jetzt, wo ich Trank lese, erst einmal heilen, genau. Medizintasche. Supertrank. Noch ein Supertrank. Da auch. Und da noch einen normalen Trank. Kannst du haben. So. Perfekt. Welches Pokémon spawnt da? Oh. Nicht so meins, läuft bitte nicht in mich rein oder rennt nicht in mich rein. Wäre ganz schön. Okay, dann müssen wir von unten anstoßen, wie es ausschaut. Wir schauen, was da rechts noch ist, aber das ist glaube ich nur ein Item. Ja, und ein Trainer. Ist das ein Ast-Trainer? Nee, oder? Oder doch? Ja, genau, ist ein Ast-Trainer. Mit nur zwei Pokémon. Sichlor. Sind wir jetzt aus zum ersten Mal, ne? Dann hätte ich irgendwie auch gerne mein Team, aber wir haben jetzt Ultigaria schon und Sichlor jetzt noch in unser Team zu holen, wäre ein bisschen dumm. Also bleiben wir mal bei Ultigaria. Das war mir natürlich klar, dass wir so wenig Schaden machen. Ich wollte ein bisschen Action dabei haben. Ist auch, glaube ich, nachvollziehbar, oder? Boah, wir haben richtig wenig AP. Auf jeden Fall noch nachschauen, dass wir da noch was bekommen. Ja, habe ich doch gewusst, dass ich nicht sterbe. Alles mit einberechnet, Leute. Ihr seht nämlich den Meister in Pokémon-Spielen zu. Ist zwar erst das offiziell. Er ist das richtig gespielte. Ist es das zweite Pokémon-Spiel tatsächlich? Das letzte Spiel, was ich. Das letzte Pokémon-Spiel, was ich wirklich durchgespielt habe, ist Pokémon Schwarz gewesen. Ja, das ist schon eine Zeit lang her, ich weiß. Aber das war das letzte Spiel von Pokémon. Ich hatte zwar noch zwei Pokémon-Spiele für den 3DS. Hab aber da nie wirklich viel gespielt. Ich habe mir das Spiel eher gekauft für eine Sammlung, was dumm war, weil ich das Spiel sowieso samt dem 3DS später verkauft habe. Volltreffer, so gehört sich das. Ja, welche hatte ich da? Ich glaube, Pokémon Omega Rubin. Und Y oder X, eins und den zwei hatte ich. Ja, da habe ich bei beiden, keine Ahnung, 10 oder 15 Minuten gezockt und dann keinen Bock mehr gehabt. Was jetzt nicht heißen soll, dass das schlechte Spiele sind, ganz und gar nicht, nur keine Ahnung, ich war einfach nicht drinnen in diesem Pokémon Flair, wenn man das so sagen kann. Naja, vielleicht ändert sich das ja mit der neuen Generation, die 8. sollte das sein, ne? Die im höchstwahrscheinlich im November kommen wird. Es wird die 8. sein, Doppelliebe, okay. Schnell heilen und ich schau mal, ob ich also heilen nicht, aber ich schau mal, ob ich was für die KAP habe. Alle Attacken eines Pokémon, ja, das kann man eigentlich einsetzen und zwar auf Evoli, weil dann ist Biss und Risikoattacke vollständig aufgefüllt. Das ist gut. Was ist da unten noch? Nichts Wichtiges, okay. Dann gehen wir da nach links. War da noch eine Trainerin auf uns? Nee, anscheinend nicht. Oh, du willst dich etwa den herausfordernden Pokémon-Liga stellen? Zum Glück bin ich hier, um dich anzufeuern. Was könnte einen mehr motivieren als die Unterstützung einer schönen Polizistin? Ah, die heilt mich? Ja, dann war das mit dem
AP tatsächlich sehr, sehr verschwendet, aber das finde ich gut. Danke, du hast mir da jetzt Zeit gespart. Die Frage ist, wo das hin muss. Ah, das wollte ich jetzt nicht. Ich bin ja nicht mehr in den Onyx reingelaufen. Ich habe nicht mehr den Atem von ihm gespürt. Das war jetzt schon ein bisschen lächerlich. Aber gut. Blizzard. Okay. So, dann hätte ich gesagt, da erstmal raufschieben. Das sind so kleine Rätsel, die jetzt aber gar nicht schwer sind. Ich glaube, das sind allgemein für keinen hier schwer. Gut, wenn er vielleicht ein bisschen jünger ist, dann vielleicht, aber braucht man einfach nur kurz raufschauen, dann weiß man es Bescheid. Oder bin ich einfach nur richtig gut in diesen Rätseln? Das kann natürlich auch sein. Kann natürlich auch beides sein. Jetzt können wir darüber. Frage ist, was ist da drüben? Ist das jetzt der reguläre Weg oder? Oder ist hier der reguläre Weg? Hä? Ich bitte um Aufklärung. Da waren wir ja schon mal, weil diese Tür geschlossen ist. Ich weiß schon, was uns da erwartet. Okay, dann bleiben wir hier, oder? Dann bleiben wir hier. Weil hier ist anscheinend Sackgasse, ne? OMG, Lavados erscheint. Mehrere Statushelden von Lavados wurden erhöht. So, unser erstes Legi, gegen das wir kämpfen. Das Ding ist, das hätte ich schon gern gefangen, ne? Ach, Kacke, das ist schon durchaus Power. Das Legi hätte ich schon gern. Aber ob ich das fangen kann? Nein, das wollte ich auch gar nicht. Ich muss mal kurz weg. Ich wollte Pokémon wechseln. Oder auf den Beutel. Ich wollte mich heilen. Ich hoffe, das respawnt. Komm, Lavados muss respawnen. Das nehme ich so nicht hin. Es ist weg. Es ist weg. Es ist weg. Gut, ich habe gesagt, wir laden mal eben kurz den Spielstand neu. So, let's go again, hätte ich gesagt. Ich habe jetzt auch gespeichert, dass ich das nicht nochmal machen muss. Aber im Normalfall werde ich jetzt nicht so dumm sein und flüchten. Lavados. Ich weiß gar nicht, ob wir mit dem fangen können. Doch, normalerweise schon bei Relaxo war das ja auch so, dass wir ein bestimmtes Zeitlimit hatten, den besiegen haben müssen und dann haben wir ihn angreifen können. Das heißt, hier wird es ähnlicherweise sein. Nur das Ding, wie gesagt, es ist ein Legi und daher nicht zu unterschätzen. So, und jetzt drücke ich auch die richtigen Knöpfe, ne? Nicht, dass ich jetzt wieder einen Blödsinn mache. Möchte ich auf jeden Fall nicht. Ah, perfekt. So hat sich das gehört. Jetzt nochmal Risikoattacke. Lavados ist natürlich schneller. Und daher müssen wir einfach auf diese Scheiße. Auf diese
Ausweichmanöver von Evoli Rücksicht nehmen oder zurückgreifen. Das ist jetzt natürlich scheiße, dass Evoli brennt. Aber wenn wir jetzt wechseln, ist das Problem da, dass Lavados sofort angreifen kann. Und darauf habe ich keinen Bock. Dann mal, gibt es irgendwas, was jemanden stärkt? X Angriff. Machen X Abwehr. Ich weiß nicht, ob sich das was bringen wird. Das wollte ich aber nicht auf Evoli einsetzen. Ich wollte das nicht auf Evoli einsetzen. Alles klar. Ich habe gedacht, da kann ich mir irgendein Pokémon aussuchen. War kompletter Scheiß. Jetzt darf ich hier Flucht rufen, aber nein, mache ich nicht. Tendoxa darf ran. Sollte jetzt auch hoffentlich mit Surfer funktionieren. Ja, Luftschnitt ist gar nicht so dumm, mit Luft anzugreifen. Weil er halt mit Feuer allgemein im Nachteil ist. Aber jetzt ist er down. Das ist die Frage, Meisterball oder nicht? Du hast eine Chance, Lavados zu fangen. Was ist ein Silvene Sanabeere? Gibt es diese Beere einem Pokémon zu essen, wird die Chance bei einem erfolgreichen Fangversuch um ein Item zu erhöhen erhöht. Das ist mir doch komplett wurscht. Gibt es diese Beere einem Pokémon zu essen, lässt sich leichter fangen. Gibt es die Beere einem Pokémon zum Essen, er lässt sich viel leichter fangen. Fangversuch etwas ruhiger und hier. Item. Ja, ich hätte gesagt, wir geben das einmal her. Man kann ja auch mehrere Items geben. Oder wird das Feuer übersprungen? Möchte ich mir nicht hoffen. Ich probiere jetzt einmal mit, oh, einfach fabelhaft. Mit dem Megaball das Lavados zu fangen. Weil ich weiß nicht, ob ich dafür den Meisterball verschwenden will. Andererseits, wie oft werde ich in diesem LP noch ein Legi fangen, ne? Das Ding ist, ich habe jetzt auch nicht unendlich viele Versuche, weil irgendwann wird Lavados halt auch flüchten, ne? Und darauf habe ich persönlich auch gar keinen Bock. Nee, ich hol mir jetzt. Da wird's ruhiger, ne? Ja. Ich hol mir jetzt den Meisterball. Den ich hoffentlich nicht in den Sand setzen werde. Ja, grün, okay. Ich warte, bis Lavados angreift. Weil ich habe gar keinen Bock, dass dadurch mein Meisterball abgeblockt wird. Jetzt greift nicht an, ne? Ja, obwohl. Wird anscheinend zu 100% gefangen. Egal, was Lavados macht. Witzig wäre es, wenn er jetzt entkommen würde, aber nein! Lavados ist in meiner Gefangenschaft. Bin ich gut. Allerdings werde ich Lavados auch nicht in mein Team holen. Weil ich ja Glurak habe. Aber ich finde es geil, dass ich Lavados hier im LP dann doch gefangen habe. Na, immerhin. Finde ich gut. So, was ist hier unten? Noch zu finden, oder geht es ja weiter? Ach so, hier ist der Weg, den wir. Freigeschalten haben. Nee. Was waren da jetzt da hinten noch? Ja, da unten geht es definitiv weiter. Ah, hier ist noch ein Item. Gut, habe ich vorher gesammelt im Video, aber jetzt beim Nachholen habe ich es vergessen. Irgendwas? Ja! Ich glaube, bei solchen Sprudeln ist tatsächlich öfters was. Aber ich habe das jetzt auch nie wirklich verfolgt. Mann! Piss dich doch! Ich will nicht
Ich will dich nicht haben. Ich will andere Pokémon haben. Legis. Wenn er noch ein Legi auftaucht, hätte ich nichts dagegen. Du bist aber kein Legi. Verpiss dich doch. Ja, wenn du Aggression hast, dann geh woanders hin. Fitnessstudio und schlag dagegen einen Sack. Ich gegen die schon gekämpft? Nee, ich bin dein. Ich komm da auch nicht hin, normal. Ich sag mal so. Ihr könnt's mich mal. Tschüss. Ich glaub nicht, dass es da weitergeht, ne? Nee. Es geht schon da unten weiter. Für was ist denn der Weg da drüben, ne? Also gut. Weil gegen die habe ich jetzt auch keinen Bock mehr zu kämpfen. Ich will weiter. Und deshalb gehen wir auch weiter. Könnt ihr bitte weggehen? Ihr stört, danke. So, der Block ist aus irgendwelchen Gründen wieder da an der Ursprungsstelle, aber ist auch egal. Den haben wir ja auch schon besiegt, keine Ahnung. Wann wir schon da waren, oder gehen wir jetzt den Weg zurück? Oder müssen wir... Ja, wir waren da tatsächlich schon. Ich bin komplett verwirrt. Dann müssen wir den Weg nehmen bei dem Blattstein. Bei den... Jetzt hier weiter, nee. Bei dem die Trainer waren. Und ich habe umgedreht. Aber der hat mir anscheinend keinen Bock, das zu... realisen. Was ist da unten noch? Einfach nur eine Abkürzung für nichts oder was? Wie darf ich das verstehen? Na, da geht's halt wieder zurück. Und Zeit drüben. Allerdings möchte ich da jetzt Stärkungstasche. Blattstein. Dieser spezielle Stein löst bei bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Er hat ein Blattmuster. Wie gesagt, wir machen es mal, oder? Ultigaria entwickelt sich. Den kann man anscheinend nur mit einem Blattstein auch entwickeln, also das ist auch nicht in irgendeiner Weise cheaten. Und ich glaube, ich bräuchte auf jeden Fall Sarzenia für die Top 4. Und für den Pokédex natürlich auch. Verständlich. So, Feuerstein. Die kann ich nirgendwo verwenden. Schade. Was? Warte mal. Das ist aber jetzt nicht der Weg, den ich vorgegangen bin, hä? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Aber wenn es hier weitergeht, dann wird schon richtig sein, oder? Und bis auf Platz 1. Jetzt habe Evoli gestorben ist und... Ach so, jetzt habe ich den noch nicht... Habe ich den noch nicht wiederbelebt, ne? Sehr, sehr gut gemacht. Aber Sarazenia ist da ein bisschen mehr im Vorteil, also... Passt das irgendwie auch schon wieder. Du bist weg. Irgendwie haben alle die gleiche Todesanimation von denen, oder? Die auf zwei Beinen stehen. Ein bisschen kacke, aber gut. Quappo. Ja, da kämpfen wir weiter. Ist doch logisch. Der ist nur Wasser, ne? Ne, Wasserkampf. Ja, okay. Aber ich glaube, das wird jetzt auch kein großartiges Problem werden. Zeige mal, Body Slam, ja. Fuck, jetzt haben wir eine Paralyse reingebrettert. Aber einmal wirst du wohl angreifen noch, ne? Komm. Ach, kacke. Komm, greif an. Danke. Hätte es auch früher machen können, aber gut. Paralyse eben, ne? Aber immerhin bist du jetzt weg. Und entwickeln. Keine Entwicklung. Level up. Sehr schön.
Gut, gut, gut. Dann greife ich noch schnell in meinen Beutel, in die Medizintasche. Such mir da Belieb raus hier. Und dann super Tränke. Hier einmal. Hier einmal. Und noch einmal. Und Paraheiler. Gähner. Ah, und den Doxer ist auch im Arsch. Sehe ich gerade. Das heißt, du kriegst auch noch eine Heilung oben drauf. Perfekt. So, und was ist jetzt der reguläre Weg? Hier muss das raufgestellt werden. Ah, damit hier wahrscheinlich die Tür sich öffnen lässt. Aber gegen dich habe ich schon gekämpft. Ja, mir ist es so bekannt vorgekommen. Hey, wo kriege ich denn diesen? Ja, zwei Onyxes auf jeden Fall. Drei, okay. Sind wir in der Höhle der Onyx oder was? Ich glaube nicht. Und deshalb haben wir jetzt wieder ab. Ich weiß nicht, welchen Ding ich da verwenden soll. Welchen Felsen? Weil da ist ja, wie man sieht, keiner. Oder bin ich dumm? Da ist keiner. Und was ist, wenn ich mich einfach darauf stelle? Wird auch nichts bringen, ne? Ne, ich bin nicht einmal schwer genug, um das temporär auszulösen. Alles klar. Diesen hier raufzubringen, geht sich auch nicht aus, ne? Jetzt komme ich halt nicht mal zurück, ne? Was ein Scheiß. Ja, wie soll ich den bitte bewegen? Ihr seid ja alle witzig. Das ist der falsche Weg, oder? Und das ist der Weg, den ich vorgesucht habe. Nee, das ist der Eingang. Hä? Das ist der Eingang. Ich bin jetzt komplett verwirrt. Wo gibt es denn noch eine Möglichkeit? Da ist der, okay. Okay, da kann ich nur die Leiter mitnehmen. So kompliziert ist das hier jetzt nicht. Da gab es schon schwierige Höhlen. Seeschauminseln. Kann ich da halt eine extra Runde ziehen? Bisschen blöd gelaufen. Ja, irgendwie muss ich darauf, ne? Aber wie? Weiß ich auch nicht. Boah, und geh weg. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich dich schon gefangen habe. Ich habe zentral auf den Bildschirm geworfen. Ich weiß nicht, ob ich dich schon gefangen habe. Deshalb nehme ich dich einfach mal mit. Wenn du willst. Ich zwinge natürlich keinen. Aber wenn du willst, okay, das sieht nicht so aus. Komm, beim großartigen Wurf kannst du doch durchaus mal drin bleiben, oder? Komm, hab dich nicht. Siehst du? Der ist ein netter Kerl. Der lässt sich gut sein. Da, 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 da. So, habe ich dich schon? Ja, okay. Versuch was wert. Dann geht's da rauf. Muss ich halt da nach links gehen. Nochmal, weil ich mir den kompletten Weg verbaut habe. Aber das bleibt wenigstens gespeichert. So. Hä? Muss ja doch da nach unten, ne? Hä? Willst du mich verarschen? Wo sind denn die, die ich vor skippen wollte? Hä? Ich bin komplett verwirrt. Ich wollte doch zwei, drei Trainer skippen. Haben wir da schön Item gesneakt. Und jetzt finde ich die nicht mehr.
ist doch ein Scherz, hä? Wo soll ich denn bitte hin? Da rechts ist der Ausgang anscheinend. Ja, dazu muss ich erstmal diesen Schalter für die Tür da unten finden. Beziehungsweise ich habe ihn wahrscheinlich schon gefunden, nur keine Ahnung, wo der notwendige Ding dazu ist. Und wie komme ich da jetzt nach unten? Mal, gegen dich habe ich gekämpft. Warte mal, ich schaue da drüben nochmal nach. Da wird es sein. Ja, da wird es sein. Ja. Vielleicht wollen die auch nicht gegen mich kämpfen. Scheiße. Es ist gerade noch so ein Screen. Mann, jetzt ist aber dieser eine Schalt. Jetzt ist aber dieser eine Block da schon herunten. Weil ich den verschoben habe. Brauche ich den? Ich glaube, umsonst wird er nicht da sein, oder? Aber das ist gerade echt verwirrt, muss ich sagen. So, du bist als Psycho. Doppelkick. Nur ein? Soll ich. Ah, nee, doch, doch. Okay. Ich habe mich schon gewundert. Ich soll nur einmal. Angreift. Aber alles gut. Die Frage ist, wie wir kommen jetzt weiter. Ernsthaft ist in einem Schalter hier, aber. Oder ist ein Block für den Schalter sozusagen. Ich weiß nicht, für welchen Schalter, weil wir sind jetzt auf einer komplett anderen Ebene. Komplett verwirrend jetzt. Boah, ist Arcani groß. Ja, bist du deppert. Aber ordentlich pumpen. So bringst du mich jetzt eh nicht um, ne? Mhm. Wo sind bitte meine ein HKP, wenn ich fragen darf? Nein. Wenn ich fragen darf, die hätte ich nämlich jetzt gern. Mein 1KP Sieg immer. Habe ich anscheinend aber nicht. Gut, dann gibt es einen richtigen Surfer auf. Boah, es zieht an. Aber jetzt mit Surfer sollte er hoffentlich weg sein. Ja, logisch. Wenn man weiß, wie es geht, ne? Dann geht's auf jeden Fall. Schön, Glurak. Golbert. Wir wechseln zu Sarzenia. Das erinnert mich so ein bisschen Kenia, der Name. Sarzenia, Kenia. Ich mag Kenia. Kenia erinnert mich an die Bärenbrüder. Wer kennt von euch den Film? Oder die Filme? Schreibt es in den Kommentaren. Wie viele Filme sind das jetzt? Das sind zwei oder drei? Ich weiß es gar nicht. Sind das zwei oder drei Filme über die Bärenbrüder? Das gehe ich jetzt schauen. Das interessiert mich jetzt. Bärenbrüder. Verfehlt, das ist doch schön. Bärenbrüder 3 steht hier. Aber da gibt es keinen Film. Da gibt es keinen Film. Aber Bärenbrüder 2, ja. Da, wo das Mädchen sich nachher in einen Bären verwandeln lässt. Achtung, Spoiler. Das sollte, glaube ich, weitläufig bekannt sein. Da juckt mich auch alles nicht. Und ich glaube, wie alt? Für den Bärenbruder 2 2006 tatsächlich jetzt nicht mal so alt. Ich habe eigentlich eher 1900 gedacht, aber 2006 ist auch neuer als ich gedacht habe. Aber gut, so
Also jetzt haben wir gegen die Astrainerin ja ordentlich reingeschissen. Aber mir wurscht. Soll halt so passieren. So. Beutel mit Zintasche. Belebe. Wollte ich auch nicht drücken. Supertrank. Hierauf. Hierauf. Und hierauf. Okay, gut. Was ist da hinten noch? Ah. Ah, hier ist, sind wieder so Löcher hier. Nicht schon wieder. Ach so, warte mal. Ja. Ja, okay. Dann ist natürlich logisch. Jetzt können wir den nämlich darüber schupfen. In. Oder auf den Schalter. Jetzt auf jeden Fall keinen Scheiß machen. Nicht, dass ich das jetzt verkacke. Normal gibt es nichts zu verkacken. Nee, einfach nur links. Einfach nur links. Das passt dann schon. Perfekt. Jetzt können wir da weiter. Und dieser Fleckmon-Fanboy steht da wieder. Oder wahrscheinlich ein anderer Fleckmon-Fanboy. Ja, ich will gegen die Top 4 kämpfen, ne? Du hast ja anscheinend schon kläglich versagt, ne? Wie es aussieht, ne? Der Schlürp. Ja, okay. Sieht natürlich so ähnlich aus, als bist denn du eigentlich vom Typ her. Normal. Okay. Wenn das so ist. Ja, das ist mir egal. Ich probiere nochmal Doppelkick. Fürs Protokoll. Ja. Finde ich gut. Sehr schön. Ja komm, das tut ja nicht weh. Du bist ja noch dazu richtig underleveled. Ich bin fucking 8 Level höher als du. Was erwartest du dir? Das geht ja gar nicht. So, wer kommt als nächstes? Durtok. Da holen wir uns Sarzenia. Der darf ja dann auch ein bisschen was mitwirken. Komm, zeig mal, was du kannst. Rasierblatt. Boah, ich sollte mich auch immer rasieren, ne? Aber ich mag meinen Bart, so wie er ist. Na gut, so wie er ist eigentlich jetzt eher weniger, aber ich mag Bart. Ich habe gar keinen Bock auf ein sehr genaues Rasieren, wo ich dann jedes einzelne Haar an Millimeter abmesse und nachher alles gleich schneide. Darauf habe ich gar keinen Bock. Werden wahrscheinlich die meisten von euch machen, ja, ich weiß. Aber ich habe darauf keine Lust. Und deshalb lasse ich den sehr lange wachsen. Und dann schneide ich einfach irgendwie. Ne? Dann gehe ich. Jetzt kommen eh gleich die Osterferien. Und da kann ich nachher eh irgendwie schneiden, weil dann gehe ich eh nicht draußen, dann sieht mich hier keiner. Das ist auf jeden Fall mein Plan. Ich hoffe, ihr versteht meinen Plan. Weil das ist, glaube ich, eigentlich sehr, sehr nachvollziehbar. So, du warst eigentlich relativ lame, muss ich sagen. Ich habe mir was Stärkeres von dir erwartet. Oder? Gut. Bisschen enttäuscht. Jetzt geht's weiter nach oben. Es geht hoch hinaus. Bin es eine Top-Genesung. Das ist ein Trainercoach, gegen den habe ich gar keinen Bock. Genauso wie gegen euch. Boah, ich bin. Ja, weißt du? Normalerweise sind 8 Meter zwischen mir und Onyx, ne? Und wir kommen in den Kampf, ne? Und jetzt bin ich einfach durch seinen Schwanz durchgegangen. Alles klar, da ist auf jeden Fall. Da hat man auf jeden Fall sehr viel
Mühe sich gegeben. Und ich glaube, wir sind da, Leute. Du blickst zusammen mit Evoli zur Pokémon-Liga hinauf. Wovoli! Wer schafft das? Woli! Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie wir in der Pokémon-Liga absteigen, dann verpasst auf jeden Fall nicht den nächsten Part. Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin und ciao.